Putins Präsentation an Grundschüler. Fragen zu Krim, Annexion und Ukraine-Konflikt. Putin besucht eine Grundschule in Moskau, um den Kindern im direkten Gespräch alle Zweifel an der Intervention in der Ukraine zu erklären. Mit stolzer Miene und erhobenem Haupt erklärt der russische Präsident den neugierigen Schülern, wie mächtig Russland als Staat und Weltmacht ist. Seine Worte sind wie immer geschickt gewählt und voller Überzeugung. Am Ende der Präsentation ist die Zeit für Fragen gekommen. Der kleine Sascha steht tapfer auf, seine Augen voller Entschlossenheit. Mit zittriger Stimme fragt er: Warum haben wir die Krim annektiert und warum schicken wir unsere Armee in die Ukraine? Putin lächelt zufrieden und antwortet: Gut gemacht, tolle Fragen. Wir? Doch in diesem Moment unterbricht ihn die Schulglocke und die Schüler verlassen eilig den Klassenraum, hungrig nach ihrem verdienten Mittagessen. Nach der Rückkehr der Schüler geht die Fragerunde weiter. Diesmal steht das Mädchen Mischa mutig auf, ihre Hand fest auf den Tisch gestützt. Mit einem trotzigen Blick fragt sie: Ich habe 4 Fragen. Warum hat Russland die Krim annektiert? Warum ist unsere Armee in der Ukraine? Warum hat die letzte Glocke 20 Minuten früher geläutet? Und wo ist Sascha? Die anderen Schüler kichern leise, während Putin sich leicht verlegen über die Fragen freut.